Ja, servus, willkommen zur Gruppentherapie. Ja, ich bin der Mekwurago und euer Therapieleiter. Ich begrüße ganz herzlich die Altpatienten, auch gerne die neuen Patienten. Und das Thema ist wie auch zuvor noch The Jedi Knight 2, der Jedi Outcast. Wir haben die letzten Frequenzen eingestellt und sind jetzt dabei, hier das zu aktivieren. Und das tun wir auch gleich mal. Mal schauen, was passiert. Sollte funktionieren. Los, Rogues. Ich hoffe, ihr hört zu. So, damit ist die Mission erledigt. Wir haben die Kommunikationssteuerung der Dromgruppe gefunden. Die Sensoren der Dromgruppe auf die Kommunikationsfrequenz der Rooks eingestellt. So, nun müssen wir nur noch das Schwadron kontaktieren. Dazu geht es hier wieder zurück. Weil hier war ja. Genau. Das sieht doch schon mal super an aus. Und wir können kontaktieren. Anführer, Katan. Rogue-Anführer an Kyle Katan. Rogue-Anführer, hier spricht Kyle Katan. Katan, endlich! Wir haben Ihr Signal erfasst und die Verfolgung aufgenommen. Das ist ein Monster von einem Schiff, auf dem Sie da festsitzen, Kyle. Können Sie es erwischen? Vielleicht, aber ich würde mich erheblich besser fühlen, wenn jemand im Inneren des Schiffes die Schutzschilde deaktivieren würde. Ich werde sehen, was ich wegen der Schilde unternehmen kann, aber ich habe hier noch etwas zu erledigen. Verstanden. Wenn Sie die Schilde unten haben, sollten Sie das Schiff schnellstmöglich verlassen. Sobald wir mit dem Vogel fertig sind, ist nichts mehr davon übrig. Nehmen Sie dabei auf mich keine Rücksicht. Viel Glück, Kyle. Rogue-Anführer Ende. Der Kyle scheint was zu suchen. Na Wir bitte, können uns auch. die Schilde liegen auch in dieser Richtung. Alle Crewmitglieder auf den Austritt aus dem Hyperraum vorbereiten. Ah, da unten hängen die ganzen Landungskapseln dran. Boah, es ist schon verdammt viele. Großartig. So, okay, wir haben neue Missionsziele und zwar aktuelles Ziel ist nur noch Jane finden. Der Kyle hat ja ein bisschen gestöbert, wo wir lang müssen und die Frage ist, wo er da die Tür geöffnet. Man hat ja gesehen, dass er eine Tür geöffnet hat. Ich vermute mal, in der Kommunikationsraum gab es doch noch eine Tür, die rot verschlossen war. Hier nicht. Ah, genau da. Diese habe ich jetzt gesucht. Wir nutzen mal die Gelegenheit noch mal kurz zum Heilen. So, das war die falsche Tür. Da ist der Fahrstuhl. Ah, ne, die Tür. Die Tür hat er nicht nur entriegelt, sondern auch geöffnet. Deswegen. Okay. Ja, damit ist diese Mission beendet. Leider keine der drei Verstecke gefunden, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht sehr aktiv danach gesucht. Mehr, das wären wir per Zufall drüber gestolpert. Aber ich denke mal, wir können uns mit unserer Leistung doch sehen lassen. Unser Missionspanel hat sich auch ein bisschen aktualisiert und zwar Schutzschilde der Doomguver finden. Ja, finden brauchen wir nicht, weil wir wissen ja, wo sie Ich habe sind. gehört, Außen dass sich die Schattentruppen besser als am erwartet Schild. geschlagen haben. Das bedeutet nichts Gutes für uns. Joa, dass ihr alle tot seid. Ja. Ich brauche. So. Okay. Kurz gespeichert. Die laufen Halten da Sie sich weg. aus! Ne, kein Interesse. Er muss auf Papiere. dieses Schiff. So. So, wir können ja auch mal wegpusten hier. Keine Bewegung. So, keine Bewegung ist abgelehnt. Ja, komm her. So. Jetzt können wir ein bisschen Energie tanken. Weil unser Schild sieht doch ein bisschen mitgenommen aus. Interessant.
ja, haben wir einen kleinen Blick in die Landungsshots und können uns bestaunen, wie da unten der wilde Kampfflieger. Also man sieht hier nur TIE Fighter, sonst eigentlich relativ wenig andere. Wir hatten ja eine Zugangskarte erbeutet, da hätten wir einen Fahrstuhl. Bevor ich den aber benutze, hoppala. Oh, erledigen, wen, was, warum? So, da haben wir das. Ja, komm mal her. Auch her mit dir. Nein, herkommen. Zurückzugen ist keine Option. Oder sollte ich nicht doch lieber mal da runter? Ich weiß nicht. Weil das scheint es doch deutlich weiter zu gehen. Also mache ich mir doch erstmal auf den... Oh, wo ist er denn jetzt hingeflogen? Ach, da. Komm her. Komm her. Komm zu Papi. Okay, die Türen öffnen sich magischerweise. Aber gut, fahren wir erstmal den Fahrstuhl nach unten. So, das da gefällt mir gar nicht. Weil das ist wieder einer in der schwarzen Rüstung, der jetzt hier ein bisschen durch die Gegend springt. Da hatte er wohl einen Glückstreffer gehabt, der nicht so schön war. Naja, aber das kommt vor. Die Freunde in diesen schwarzen Rüstungen sind halt nicht gerade ohne und relativ immun gegen Schutzschilde. Wo sind wir hier? Ah ja, war ein bisschen ungünstig gespeichert. Na, guck mal her. Auch mal herkommen. Ja, komm, hab ich gesagt. Hab ich gesagt. Wie will er mich denn bitte schön alleine umzingeln? Oh, komm mal her. Oh, da haben wir noch einen von der Fraktion. So, haben wir jetzt die Zugangskarte schon bekommen? Nein. Dann liegt er... Aha. Diesmal hat der lustige braune Mensch hier offiziert die Karte. Sprung nach oben. Diesmal sind wir aber cleverer. Und speichern. So. Es geht abwärts. Okay. Und wir fallen schon wieder um. Das ging ein bisschen zu zügig. So richtig habe ich auch noch gar keine richtige Strategie, wie man die Freunde umnieten kann. Aber gut. Als erstes kümmern wir uns da erstmal um den Offizier. Bevor der sich groß einmischt. Ja, das ging diesmal überraschend schnell. War gar nicht so erwartet. Wir haben eine Versorgungskarte und wir dürfen mal ein bisschen Spaß haben. Wenn eine Kanone wie die hier in die falschen Hände gelangt. So, jetzt können wir auch mal hier ein bisschen Spaß haben und auch ein paar TIE Fighter schießen. Ich denke mal, einen sollten wir auf alle Fälle mal erwischen. Okay, warten wir mal, bis einer kommt.
als ein kleines neckisches Gimmick. Hier kann man mal ein bisschen auf TIE Fighter schießen, die ganze Sache mal den Feind in den Rücken fallen, würde ich in dem Fall mal sagen. Relativ wenig unterwegs heute hier. Na, der war ein bisschen zügig unterwegs. Na, mit Vorhalten hat nicht ganz so gut. Merkwürdig. Okay, wieder einer weniger. Ah, ich denke mal, hatten wir hier ein bisschen genug Spaß. Kurz gespeichert. Es geht hier noch nach oben. Versorgungskarte hatten wir. Brauchen wir die hier für drinnen? Nein. Ja. Okay, man sollte ja nicht rumtrödeln. Und zügig in den Fahrstuhl einsteigen. Okay. Jetzt können wir den Weg hier lang weitergehen, aber halt bevor wir das machen, sollten wir auf alle Fälle nochmal unsere Schilder auftanken. Und was sieht da mein getrübtes Auge? Dort haben wir eine Versorgungskapsel und wir haben rein zufällig eine Versorgungskarte über. Was finden wir? Ein Angriffswächter. Alles klar. Waffen hatten wir eigentlich nicht eingesetzt, deswegen piept der Freund, weil es gibt nichts. So, und dann machen wir hier mal einen auf Slow Motion, weil die Kamera ist einfach zu träge. Und zurück. Was, wo, was? Ja. Okay, dann komm du mal her. Dann kann ich nicht entkommen. Okay. Ja, das war's. Ich würde sagen, es ist hier keiner entkommen. Okay, jetzt geht es langsam in die Richtung. Oh. Einmal Piorette. So. Wir können ja mal schauen, ob wir... Wir können mal ein bisschen das Schwert schonen. Und machen hier ein bisschen auf Tonscheiben schießen. Von hinten umkreisen? Ja, die jetzt hinter mir. Das kann ich so nicht für gut heißen. Hallo! Ha! Da hat er seinen eigenen Kumpel umgenietet. So, und du bist hier der Nächste. Hallo, herkommen. Ja, da ist es erledigt. Es sieht ja eigentlich sehr gut aufgeräumt aus. Wir können hier mal speichern. Hier ist ein Landedock für TIE Fighter. Was haben wir hier noch? Okay, und eine Tür. So. So. Kurz. Was haben wir denn hier für lustige Sachen? Ah, ja. Da habe ich wahrscheinlich unten das Ding aktiviert. Ah. Das war einmal kurz entlüften. Geht der Freund aber auch wieder zu? Die Tür ist jetzt da verriegelt. Die möchte ich auch gar nicht öffnen. Okay. Okay, ein Fahrstuhl nach unten. Oh Gott. Okay, da. So. Ach.
Da haben wir kurz mal aufgeräumt. Da konnten wir mal wieder mal eine von den neuen Waffen ein bisschen antesten. Muss auch mal sein. Hier ist wieder ein lustiges Karussell. Ja. Ach so. Hier ist, dafür, dass das eigentlich innerhalb eines Schiffs ist, ist es doch sehr massiv gesichert. Wir fahren hier mal nach oben. Ja. Und holen uns mal den. Lassen die da unten ein bisschen vor sich hinballern. Sacken mal die Freunde hier ein. Ah, komm du auch mal hierher. Und runter mit dir. Ein Türchen. Ich habe noch gar nichts gemacht. Der ist einfach so umgefallen. So. So, da ist auch eine Tür. Keine Ahnung, was ich von der ganzen Geschichte halten sollte jetzt. Okay. Die fangen dann gleich wieder an, weiter zu ballern. Kurz mal hier heilen. Die Bakterkanister möchte ich nicht einsetzen, weil die sind mir einfach zu schade dafür. So, und das war's auch schon wieder mit Let's Play The Jedi Knight 2. Unsere Zeit verfliegt wie im Fluge. Wobei Fluge ganz witzig ist, weil wir sind ja auf einem Raumschiff. Ich bin's, der Mercurago, und sag hiermit Servus und Ade.